Viele Menschen denken, wenn ich mal krank bin, dann gehe ich einfach zum Arzt, der macht mich wieder gesund. Oder sie glauben tatsächlich, es gäbe Wunderpillen für ihre Gesundheit. Sie wollen jemanden, der ihnen sagt, mach das oder mach das, und tragen diesen Glaubenssatz mit sich herum, der uns allen erzählt wurde, nämlich, du brauchst immer jemand anderen, der dich gesund machen kann. Doch wenn wir verstehen, dass unsere seelischen Konflikte, Traumata, Dauerstress und Überforderung den größten Einflussfaktor auf die Entwicklung von körperlichen Beschwerden haben, dann verstehen wir auch, dass nur wir selbst unsere Gesundheit in der Hand haben. Und dass es nur einen einzigen richtigen Weg für uns gibt, nämlich unseren persönlichen Weg im Einklang mit unserem Bewusstsein, unseren Überzeugungen und unserer persönlichen Kraft. Die Welt um uns herum und das Universum verändern sich ständig und auch wir haben nicht die Wahl, ob wir wachsen wollen oder nicht. Wenn wir den Impuls des Wachsens, die Entwicklung unseres Bewusstseins auf geistig-seelischer Ebene unterdrücken, dann verlagert sich das Thema irgendwann in den Körper. Nicht umsonst heißt es, sag du es ihm, sprach die Seele zum Körper, auf mich hört er ja nicht. Vielmehr noch, es gibt gar keine wirkliche Trennung zwischen Körper und Geist. Du bist dein Körper. Dein Körper besteht aus 50 Billionen Zellen und jede Zelle ist intelligent. Als Gemeinschaft erschaffen sie deinen Körper. Doch in dieser Gemeinschaft ordnen sie ihre persönliche Intelligenz einer zentralen Steuerung unter, sodass diese Gemeinschaft als Organismus bestehen kann. Die zentrale Steuerung geschieht durch unser Bewusstsein. Ob wir wollen oder nicht, wir senden ständig Informationen an unsere Zellen. Die Epigenetik sagt, dass unsere Zellmembranen diese Informationen aufnehmen und an den Zellkern weiterleiten. Dieser setzt dann die Informationen auf somatischer Ebene um. Und deshalb wird dein Körper immer dein Bewusstsein manifestieren. Wir sind manifestierende Wesen. Rüdiger Dahlke sagt, dein Körper springt immer dann ein, wenn die Seele etwas nicht bewältigt. Wenn du es auf der seelischen Ebene nicht lösen kannst, dann wird der Körper zur Bühne, der dieses Stück darstellt. Krebs bezeichnet er zum Beispiel vor allem als ein Wachstumsproblem. Wachstum auf der falschen Ebene. Es geht also darum, die Botschaft in der Symptomatik zu erkennen, denn unser Körper spiegelt mit seinen Symptomen immer genau die Botschaft, die wir geistig vollziehen sollen. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, die du wissen musst. Dein Körper ist ein Spiegel für dein Bewusstsein und er vollzieht alles, was in deinem Bewusstsein passiert. Das heißt, in jedem Symptom steckt eine Botschaft und die gilt es zu entschlüsseln. Es geht darum, den ursächlichen Konflikt zu finden und zu transformieren. Und deshalb können nur wir selbst herausfinden, warum unser Körper gerade diese spezifischen Symptome macht und was er uns damit kommunizieren will. Unser Körper ist nicht fehlgeleitet, sondern ein perfekt auf sich abgestimmtes System. Er trägt Informationen über das Überleben und der Regeneration von tausenden Jahren Entwicklung in sich. Doch dann reagieren viele Menschen mit, aber der Doktor hat gesagt, Moment, was sagst du denn selbst? Was fühlst du tief in dir, was der Hintergrund deiner Beschwerden ist? Was denkst du denn, was in deinem Leben nicht stimmt und welche Konflikte sich vielleicht bahnbrechen? Welche Schattenthemen verdrängst du? Was macht dich wütend, ohne dass du ein Ventil für diese Wut hast? Welchen Ärger frisst du vielleicht schon seit Jahren in dich hinein? Welche Wünsche und Träume lebst du schon dein ganzes Leben lang nicht aus? Was hat sich angestaut, was nun durchbrechen kann? Lothar Hirneise fragt seine Patienten sogar, wann haben sie aufgehört, ihre Träume zu leben und behauptet, auf der geistigen Ebene entstehen die meisten Tumore. Clemens Kubi sagt, es ist das größte Geschenk zu verstehen, dass du ein selbstheilendes Wesen bist, denn das ist das, was wirklich frei macht. Erst wenn du merkst, dass du ein selbstheilendes Wesen bist, damit stellt sich überhaupt erst die Würde des Menschen ein. Die Frage ist jedoch, wie kannst du dein Bewusstsein entwickeln, damit du dich selbst verändern kannst? Du brauchst dazu etwas Stärkeres als deinen analytischen Verstand, deine Ratio, die immer nur skeptisch ist. Du brauchst einen mutigen, offensiven Weg der Selbstverwirklichung, der bis an deine Wurzeln geht. Du brauchst deine persönliche Bewusstseinsentwicklung und nicht das Bewusstsein des Arztes oder des Heilpraktikers oder sonst wem, der mit dir arbeitet. Du musst dein Bewusstsein weiterentwickeln, um deine jetzigen Probleme lösen zu können. Denn jeder braucht ein neues, weiteres Bewusstsein als das, was er gerade hat und welches ja genau die Konflikte hervorgebracht hat. Und du musst deiner Seele versprechen, ich lass nicht locker, ich bleibe dran, so lange bis du merkst, dass sich wirklich etwas verändert hat.
Mache einen Vertrag mit dir selbst aus. Schreibe dir auf, was du bereit bist zu geben, um gesund zu sein. Denn das ist das zweite große Motiv, das du brauchst. Wofür willst du gesund sein oder gesund werden? Du brauchst eine Idee, wofür du gesund werden willst. Du brauchst immer erstmal eine Idee, bevor du etwas manifestieren kannst. Egal welches Problem man hat, es scheitert fast immer am Bewusstsein für die Lösung. Deshalb musst du dein Bewusstsein auf dieses spezielle Thema, das du gerade hast, erweitern. Das ist fast genauso wichtig, wie du die Ursache für dein Problem erkennen musst. Du musst auch wissen, wohin möchte ich mich entwickeln. Also frage dich, wofür brennst du? Was liebst du über alles andere in deinem Leben? Was möchtest du unbedingt erleben? Und schreibe dir das auf, visualisiere das und erlebe die schönen Gefühle quasi schon bevor du sie überhaupt in der Realität erleben darfst. Stelle dir vor, wie du Schritt für Schritt deinem persönlichen Ziel näher kommst. Und lass dich nicht von Gedanken abhalten wie, ah, das ist doch alles Spinnerei. Sieh es doch mal so, wenn wir ins Kino gehen und emotional ergriffen sind und lachen oder weinen, dann wissen wir rational ja auch, dass es eigentlich nur eine Illusion ist. Doch dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen Fakt und Fiktion. Wir können sozusagen durch diese ausgedachten Informationen neue Synapsen bilden, die wiederum Botenstoffe bilden, die unser gesamtes körperliches Verhalten regulieren. Dr. Ulrich Warnke sagt dazu, Gedanken, die mit einem starken Gefühl verbunden sind, verändern sogar Molekülbindungen. Man weiß inzwischen, dass diese Verbindungen durch Elektronen passieren und diese Elektronen haben eine Eigenschaft, nämlich einen Rotationsmoment. Man nennt das Spin. Und dieser Spin, diese Eigenschaft von Elektronen, genau diese Eigenschaft kann ich mit meinem Bewusstsein verändern, sodass ich dann schließlich Materie beeinflussen kann. Und Dieter Boas schreibt dazu in einem seiner Bücher, wir sind Riesen, denen man beigebracht hat, sie seien Zwerge. Du kannst also viel mehr, als du glaubst. Und das bringt uns zurück zur Frage. Und warum war ich vorher krank? Warum hatte ich dieses Symptom? Und die Antwort lautet, damit du genau diesen Sprung zu deinem neuen Bewusstsein schaffst. Das, was vielleicht jetzt gerade noch die größte Anstrengung in deinem Leben ist, kann später zu deinem größten Schatz werden. Man kann sagen, deine Seele liebt dich und deine Seele möchte, dass du dich weiterentwickelst, dass du nicht stehen bleibst, denn das Universum entwickelt sich ständig weiter. Die Probleme sind nur dazu da, dass du es merkst, dass du nicht weiterkommst, irgendwo feststeckst oder dich nicht weiterentwickelt hast und dass es sich schon zu lange bei dir staut. Also, verdränge nicht die Dinge, die dir nicht an dir gefallen, sondern schau sie dir an und versuche sie zu transformieren. Baue deine eigene Energie, dein eigenes Feld, deine persönliche Kraft auf, anstatt von anderen abhängig zu sein. Doch das Wichtigste, lebe dein Leben zu 100%, gehe jeden Tag in deine persönliche Selbstverwirklichung, ganz egal, was andere darüber denken mögen. Dann wirst du immer auf dem richtigen Weg sein und du wirst immer eine tiefe Verbindung zu dir haben. Dann wird sich dein Leben immer gut und richtig anfühlen. Ich wünsche dir für deinen Weg alles Gute. Möge es dir auf deinem Weg immer gut gehen.